Herzlich willkommen bei Landwirtschaftssimulator 2017 auf die Gold West Valley Map. Ja, weiter geht's mit dem Dreschen. Und wie ihr seht, ich habe das noch nicht rausgenommen mit der Kamera. Weil es halt. Ach, es war doch hoch und runter. Das mache ich sehen. Naja, haben es wenigstens die eine Bahn so gemacht. Jetzt geht sie aber hoch und runter. Ja, da war mein Gedanken gerade woanders. Gleich bis morgen. Und der Helfer geht noch. Das ist schön. Danach müssen wir erstmal Dünger, Streuer und einen Flug kaufen. Und dann überlegen wir noch über einen Ladewagen. Aber werden wir dann sehen. Am besten ist noch eigentlich noch Gelageballen und so. Dass man mit Gelage oder Mähwerk wichsen, dass man in die Gelage verkaufen können, da kriegt man auch Geld. Ja, so ist erstmal mein Plan. Ja, der ist sogar so Hälfte schon fertig mit Grubbern da drüben. Man weiß, ob dieses Feld hier gedüngt worden ist und gepflügt. Können wir ja nachschauen, mal kurz. So, weiter, weiter. Noch eins da haben wir doch und. No, nix blau. Alles rot. Müssen wir alles noch pflügen. Außer man macht halt die mit den Flügen weg. Aber das Spiel ist ja im Privaten so. Ohne Flügen. Deswegen habe ich gesagt, ach, ich mache mit euch mal mit Flügen. Und dreimal düngen. Ja, mal wichsen. Was zu tun. Auch wenn man nur das. Man fast immer nur dasselbe macht. Aber es will ja nach so die Tiere gehen. Also als erstes würde ich dann Schafe, dann gehe ich auf Kühe und dann auf Schweine. Oh, das hat gespeichert, deswegen ruckelt in 5 Minuten immer. Weil das Auto speichert. Habe ich als Mod drin. Also nicht wundern, wenn man so ruckelt, mal kurz. Jede 5 Minuten müsste sein. Also müsste jetzt ungefähr 9. oder 8. Minute. Oder fast 9. Müsste ich ja nochmal ruckeln. Gucke ich gleich mal. Ob das wirklich so ist. Habe auch die Sachen ein bisschen weiter runterwärts geschraubt mit dem Sound. Weil ich fand, dass jedenfalls das Fahrzeug so laut war. Deswegen habe ich ein wenig alles runterwärts. Ja. Der Fluch. Der Krobot noch. Den Fluch muss man jetzt erst kaufen. Der andere. Das ist auch gut. Da steht G und ein A.
Also A ist ein der eine Helfer und G ist der andere auf diese Karte. Jetzt sieht man, wie weit die sind. Beim anderen, glaube ich, war nur ein Punkt dort gewesen. Beim 15er. Es gibt auch kein I-Menü mehr, sondern alles nur über Escape-Taste. Also ESC-Taste. Da kann man alles einstellen und alles gucken. Und sogar wie lange du die Fahrzeuge schon hast. Ich glaube, die hier sind so ungefähr 65 Tage alt, glaube ich mal. Also schon ein paar Monate. Müssten ungefähr, sagen wir mal, 2 bis 3 Monate alt sind die Geräte. Müssten so sein. Und noch den Kompass-Mod, wie da oben seht, Süd 160, 66 Grad. Was freut ihr jedenfalls? Man sagt bloß, die Reihe passt nicht mehr rein. Und das wär's. Aber ich denke mal schon. Ja. Passt rein. So, sind wir fertig mit diesem Feld mit Dreschen. So. Noch abdanken und dann einfach mal den Unterstand ab. Runterstellen. Hoffentlich ist nicht der Hänger jetzt voll. Wenn nicht, man kann jetzt auch beim Lager auch drunter fahren mit dem Drescher. Dann macht es auch dann die ganzen Sachen, was er drin hatten, rein. Müsste gleich wieder stocken. In 10 Sekunden. Denke ich mal. Ja, ein bisschen weniger. Ah. So. Machen wir das. Machen wir einfach da hinten rein. Einfach so rein hier so. Und zack. Nehmen wir den Drescher hier ab. Gleich in den Tank rein, wo 100.000 reinpassen, dann musst du neues Silo-Lager kaufen. Ich weiß gar nicht, wie groß die sind. Da gibt es klein und groß. Stimmt. Kann man ja mal kurz gucken, bei platzierbaren Objekten. Hier ist der kleine mit 50.000 kann man dann mehr und beim großen 100.000 mehr. Und die kosten halt was pro Tag. 25 habe ich gesehen. Ich glaube, dieser kostet am Tag 1.000, glaube ich, ein Drescher. Bin mir aber gerade nicht sicher.
Also bei den Vorderrädern sieht man am meisten mit dem Druck. Reifendruck. Der ist bald fertig. Der Helfer G. Helfer A. Sieht auch gut aus. So, welcher von denen Case-Traktoren ist der älteste? Obwohl, ich könnte erstmal einen Dünger kaufen. Und jetzt kommt's. Es ist nimmer Kuh. Da hängt man den nur ab. Und zwar muss man jetzt bei sowas auf I drücken. Dann funktioniert's auch. Beim 15. Jahr war alles bei der Kuh. Aber jetzt ist nimmer. So. Sound ist auch gut. Und ich habe den Mod noch drin mit die Reifen. Wenn man auf dem Wiese fährt und so. Dass die Reifen da nicht so dreckig mehr sind. Wenn man auf dem Feld ist, dann sind die wieder dreckig, die Reifen. Ist auch noch der Mod. So, gucken wir mal, wie teuer hier so der Dünger ist. Düngerstreuer 6000 und hat eine 12 Meter. Kauf mal schon mal. Brauchen wir ja. Mal gucken, Flug. Ein Flug. 13. Was ist der kleinste? 2 Meter. Haben wir noch nicht mal das Geld dafür. Vielleicht müssen wir doch erstmal was verkaufen. Was haben wir denn so im Lager? Weizen haben wir 16.000. Ja, ich hoffe, dass ihr nicht jetzt meine Waschmaschine hört. Weil die geht jetzt gerade auf 180, also in Schleudergang. Aber es denkt man nicht, weil sonst wird doch angezeigt werden auf dem Mischpult. Wenn doch, dann tut mir leid. Also wie gesagt, ist blöd, ne? Wenn der doch das hört. Machen wir jetzt mal so. So, der ist gleich fertig. Müssen wir noch zwei reinmachen. Der hat noch einen Wing. Entweder war schon nicht stocken oder kommt noch. Genau 12 haben wir, aber obwohl, wir könnten eigentlich. Hier sind die Maschinen. Oh, die sind sogar noch älter, als wie ich es gesagt habe. Tja, wer ist ja davon ist es? So, da gucken wir mal. 63. Was, man kann nur 75.000 Kredit nehmen? Oder wie ist es jetzt? Mal gucken. Ach, haben wir schon aufgenommen. Ach so. Natürlich machen wir gleich mal hier. Können wir ja erstmal komplett aufnehmen. Dann können wir ein Case verkaufen. Jetzt haben wir 136, da können wir einen Flug schon mal kaufen. Für
13. Machen wir erstmal klein anfangen. Und wäre nicht schlecht, wenn man auch einen Ladewagen. Ladewagen. Für 31. Haut noch hin. Ist der kleinste zwar, aber egal. Können wir wenigstens die Stroh irgendwo lagern. Wie sieht es denn aus mit Mähwerk? 9000. 130 PS. Da reicht erstmal da 9000 da. Na, vielleicht können wir sogar noch so einen Peilentechnik. Also der Peilenwagen kostet 12. Der Peilenwickler. Oh! Wir sind ja schon noch weiter drüber. Mama, was haben wir hier noch so? Oh. Ah. Schauen wir mal. Beim nächsten Mal, dann sag ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Hau noch rein. Und noch ein dickes Asphalt. Tschüss.